wir sind wieder zurück und zu einer Gruppe A haben alle drei Leute 19 Punkte. Das heißt, es muss jetzt noch ein paar Entscheidungsspiele geben, damit sich da mal was tut und wir ein paar Gruppensieger festlegen können. Beziehungsweise einen Gruppensieger. Die Map hatten wir, ne? Als erstes Spiel ist wieder Morris gegen Ricardo. Und ja, die Map hatten wir, machen wir 5 Kills draus und gut ist. Auf geht's. Es ist kalt. So. Ich bin weiß. Warte, stopp, bin ich weiß? Ja, ich bin weiß. Okay, alles gut. Ich muss jetzt richtig hart glitschen. Schwarz verliert. Schon schlecht, wenn man nicht weiß, ich einen Gehack habe. Ich bin schwarz, Alter. Jetzt komm doch mal her. Ich bin rein deutsch. Guck mal, da haut er wieder ab, die Nutte. Nevermind, ey, das war stark. Wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. Wie zur Hölle bin ich denn da hingekommen? Warum habe ich den Stern noch? Digga, ich darf hier nicht verlieren, Mann. Das ist voll die Blamage. Jetzt hau nicht die ganze Zeit ab, du Lutscher. Ja. Dann holt ihr am besten alle schon mal raus. Ich weiß nicht, wie du verloren hast. Oh, hey! Das ist aber nur, weil sie wieder am Rage Mode hat mich die ganze Zeit geschlagen, Leute. Das habt ihr nur nicht gehört, ja? Ach so! Weil sie spielt dann nur mit Mittel und greift dann mit Controller und so, ey. Das ist richtig behindert von ihr. Ich bin voll sozial. Ja, total, ey. Ich kenne keinen Menschen, der sozialer ist. Ey, ich bin auch sozial, ne? Ja, Ricardo, du wurdest von ihr vorhin behindert geschlagen. Ja, jetzt sag mal nichts Falsches. Ich bin so. Gerade war schon vorher behindert. Ja, gut, okay. Da ist eben auch eins verloren. Ich bin sozial, ne? Mhm. Oh, oha. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe keine Zeit. Hä? Keiner will das von dir. Naja, nur weil ihr mich die ganze Zeit abtippt. Ey, ey, das ist unfair, Mann. Das ist unfair, Junge. 3-3. Das hat die Bushido-Geschichte noch nicht gesehen. Wir sehen sie kämpfen. Und ach, Ricardo ist so eine Feige mit dir. Oh, es geht los. Und, ey, ich sehe es nicht. Es wird doch nichts. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das hat die Bushido-Geschichte noch nicht erlebt. Und er hat. Warte mal, Morris hat Ricardo gefickt. Das gibt es ja nicht. Oh, geil. Nein. Schöne Rakete. Ja, geil. Ich fliege weg. Und was macht Maus? Und er ist voll unterwegs. Ricardo versucht, er pirscht sich ran. Und er springt da rum. Was macht er da? Muss man das verstehen? Muss man dies verstehen? Und oh! Oh, so dumm, ich spring noch hoch, ey. Das war wie ein Schlag in die Schnauze. Ja! Sehr schön. So, Tigi, komm her. Direkt der nächste, den ich ficke. Prost, Kameraden, Prost, auf geht's. Prost, Kameraden, wir wollen einen trinken, darum Prost. Kennst du das nicht? Nee. Das ist mir eh alles zu viel hier gerade, ich kann das echt spielen nicht. So, auf geht's, weiter. Dass ich Rakete nimmt. T, wie fühlt sich das an, gleich zu verlieren? Ich bin wieder weiß, auf geht's, Freunde. Scheiße, die Schwarzen verlieren immer. Ey, außer mein geiler Schwarzer. Du gehst mir so auf die Eier, Junge. Außer meine Schwarz und heiß Kamuk. Dann verliert man nicht. Das ist echt so, Alter. Ist die denn in eurer Schule schön? Die hat einen Riesenhieb. Die hat richtig fette Titten, Alter. Das ist richtig geil. Schmeckt das? Oh. Mit der war ich mal eine Zeit lang zusammen, Alter. Die hat so welche fetten Titten gehabt, Alter. Jetzt kannst du deine Story nochmal erzählen. Also, meine Freunde. Meine lieben Freunde. Ich hätte mit einer 6 hier so die Reiterstellung. Ihr wisst, was eine Reiterstellung ist, bestimmt. Dann habe ich es auf den Arsch gehauen und irgendwann so. Wollte ich so richtig geil auf den Arsch hauen und ich habe mir einfach so auf die Eier gekloppt. Ich habe meine Fresse so dermaßen verzogen. Ey, ihr habt mich gerade zweimal gekillt wegen dem, was ich erzählt habe. Genau, deswegen wollte ich ja das erzählen. Auf jeden Fall. 5 Minuten später fragt sie mich so in der Dusche. Ja, warum hast du denn so komisch geguckt? Oh mein Gott. Guckt sie mich so an. Ich sag ihr so, ja, ich hab mich selber auf die Eier gekloppt. Und die lacht mich die ganze Zeit nur noch aus. Tja.
Ey, das war gerade so mega unfair. Ich habe gerade 3 Kills abgegeben, weil ich dir die scheiß Story erzählt habe. Das war voll gut. Komm, dann gewinn das jetzt mal, Alter. Oh mein Gott, war das knapp. Yep. Ich hab Der hat gechoked, Junge. Ey, Digga, das ist nicht wahr. So. Ich hab die scheiß Story gerade 3 Kills verloren, Alter. Nein, du bist einfach schlecht deswegen. Ich hab dich davor gefickt, also. Ja, aber nur weil ich mich nicht konzentriert hab. Ah. Das sagt jeder. Guck, 5-1, Bitch. Okay. 5-1, Bitch. So, damit bin ich auf jeden Fall schon mal weiter. Rico, komm her. Du musst jetzt gegen Tegi gewinnen. Ich bin sogar safe Erster. Ich bin sogar safe Erster, weil ich einfach der King bin. Muss ich jetzt gegen dich spielen? Du bist echt abgehoben manchmal, ne? Ich bin auf viel geschlagen. So, wer ist das raus, alles? Nee, du musst jetzt erstmal mal gegen Rico spielen. Warum muss ich jetzt gegen Rico spielen? Das ist doch unfair. Wieso ist das unfair? Ha? Warum wir? Und? Safe, warte, Tegi. Oh, Digga. Tegi, du musst an sich 5-1 oder 5-0 gewinnen, sonst bist du weg. Also, ich kann auch mein Headset einfach auf den Boden schmeißen und heulen. Nein, du kannst ihn einfach besiegen. Ja, 5-1 oder was? Ja. Schaff ich nicht. Mal, fick ihn einfach. Das ist mir alles zu eng. Und, schmeckt's? Ja. Ja, Fisch, aber sonst ist nein, 4 Stück. Egal, Legendary. Aber da ist nur nicht noch. Danke. Hey, wo muss ich 4-1 gewinnen? Du musst 4-1 gewinnen, weil du sonst weniger Punkte hast als die anderen. Aber der hat schon verkackt. Okay, verloren. Gut, dann beendet das Spiel. Also Rico, du kannst eh nicht mehr Gruppenerster werden. Das heißt, Rico ist Gruppenzweiter. Warum kann ich denn nicht mehr Gruppenerster Zweiter werden? Weil Rico insgesamt jetzt schon 23 Punkte hat und hat bis nach dem letzten Spiel insgesamt 20 Punkte. Ja, dann kann ich das noch gewinnen. Ja, aber du musst ihn halt überholen, was die Kills auch angeht. Ja, ich hab doch jetzt hab ich 21. Ne, er hat 22. Mann! Ne, er hat jetzt 25. Mo, die hat er vorhin 23 gehabt. Er hat aus der ersten Gruppenphase hat er insgesamt 19 geholt und aus dem Spiel gegen Morris eben 4 Punkte. Soll ich ihn gewinnen lassen? Kannst du. Das wäre irgendwie ganz so witzig. Oh Junge, mach schnell da! Welches waren jetzt hier von Mats? Das ist eine Scheiße. Okay. Ich kann das hier kippen. Wir so. Hier, wie heißt der Kacke? Rotlicht. Torf. Nee, mein Assam gibt's was. Rotlicht und so. Das ist voll geil. Das ist immer so teuer. Bei euch hier vielleicht. Bei uns ist ein Bäcker los. Ein Bäcker ist geil. Boah, ja, Pilz. Ja, die kann man auch im Schulden bleiben, wenn man so ein bisschen die. Das ist auch sehr lecker. Gibt's auch Oettinger? Oettinger, bestes Bier der EU, oder Ricardo? Keine Ahnung. Konzentriert jetzt. Und er geht direkt! Nein! Oh, Bruder! So, also damit hat Tegi insgesamt 24 Punkte. Ricardo hat, lass mich überlegen, 28. Und Morris, du hast 29 Punkte. Yeah. Oh, was? Damit. Ey, das ist mega close. Okay, dann bis gleich.